Hallo, grüß dich, servus. Heute geht es um das Thema Performance Marketing, also Performance Controlling auch. Also man muss natürlich bei jeder Marketing- und Vertriebsmaßnahme immer auch drauf schauen, okay, wie hat das Ganze performt. Und da ist natürlich im Zuge dessen, meiner Meinung nach auch zunehmend, meine These ist, das wird zunehmend in der Zukunft noch viel, viel schwieriger werden. Auch im Zuge der ganzen DSGVO-Regelungen, auch verschiedenste Sachen, die da passieren mit Tracking und so weiter. Ist es ja in der Regel so, dass es immer schwieriger wird, letztendlich Performance überhaupt zu tracken. Ja? Und hier wird eine Sache ganz gerne vergessen, da wird auch allzu häufig und viel zu schnell auch zum Beispiel einer Performance-Marketing-Agentur die Schuld gegeben, wenn was nicht sofort funktioniert oder wenn man sozusagen zwar Kunden gewinnt, aber das nicht wirklich zuordnungsfähig ist. Was hier vergessen wird, ist der sogenannte Shadow Funnel. Ja? Und was meine ich mit dem Shadow Funnel? Der Shadow Funnel ist letztendlich das, mal ganz kurzes Szenario, ganz kurzes Beispiel. Man soll ja beim Tracking immer keep it simple, na, das KISS-Prinzip, ja. Und wir machen auch bei uns das ganze Tracking nach dem KISS-Prinzip. Das bedeutet letztendlich, wir tracken maximal 2, maximal 3 Conversions bei so einem zum Beispiel Dienstleister wie die GMPsoft GmbH oder ähnliches, ja, also Softwareentwicklung und dergleichen. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel eine Google Ads laufen. Ganz oldschool, ja. Da sieht jemand hier die Text-Ad, klickt da drauf, kommt auf die Landingpage. Hier ist zum Beispiel der Button Book, ja, buch einen Termin. Dann tracken wir zum Beispiel, wenn jemand hier drauf geklickt hat, das ist eine Conversion, eine sogenannte Mikro-Conversion. Ja, dann landet der auf eine Buchungsseite. Dann bucht er dort, zum Beispiel Calendri. Ja, und dann kommt er auf die sogenannte Danke-Seite. Und dann wird hier das eigentliche Pixel gefeuert. Und dann haben wir eventuell nochmal auf dieser Danke-Seite nochmal ein Upsell oder ein Cross-Sell auf eine Kleinigkeit. Also wenn jemand schon das Commitment gemacht hat für einen Termin, dann hat er eventuell auch noch Lust, sich irgendwas runterzuladen. Und das würden wir dann auch nochmal tracken oder vielleicht sogar eine Kleinigkeit zu kaufen etc. Da gibt es verschiedene Strategien. Aber das sind maximal, also hier 1 Mikro-Conversion, wenn jemand auf den Booking-Button klickt Mikro und dann die eigentliche Conversion, hier der Pixel, wenn jemand auf die Dankesseite kommt, weil wir dann 100% davon ausgehen können, der hat sich einen Termin gebucht und letztendlich, dass der Lead auch relativ hochwertig ist, weil jemand sich bei uns grundsätzlich immer nur überhaupt einen Termin buchen kann, wenn er diverse Fragen beantwortet. Meistens sind es so bis zu 10 Fragen und das sind Pflichtfragen, das heißt, man muss es ausfüllen und selbst wenn man nur lauter Schmarrn reinschreiben würde, was häufig, also so wie nie passiert, müssen wir uns trotzdem alles ausfüllen und das ist ja auch schon wieder eine Hürde und von daher haben wir da immer sehr, sehr hochwertige Leads und das ist ja das, was wir wollen. Was wir aber dabei vergessen, ist letztendlich, dass natürlich hier eine gewisse Prozentzahl ist. Das heißt, hier haben wir, sagen wir mal, irgendwas mit 10%, ja, hier haben wir vielleicht irgendwie was mit 10-20% und der Rest, der kommt ja niemals hier am Ende beim Termin an, ja, wo wir die dann sozusagen schon face-to-face haben und dort dann letztendlich die nächsten Schritte einleiten können, in einem zum Beispiel Zoom-Call, Teams-Call oder Google-Meet-Call. Und der ganze andere Rest, na, wo geht dann der hin, ja? Idealerweise sitzt dann irgendwo unser Pixel bei dem auf dem Browser, aber dann wechselt er das Gerät, dann geht er vielleicht vom Büro nach Hause, von nach Hause in ein anderes Büro oder was auch immer. Ja? Also auch mit diesem ganzen Homeoffice und so weiter, also und DSGVO und so weiter und so weiter und so weiter. Also das Tracking insgesamt wird sehr, sehr viel schwieriger und meiner Meinung nach, meine These ist eher noch schwieriger. Das heißt, hier ist nochmal der Shadow Funnel. Und was meine ich jetzt mit dem Shadow Funnel, den man hier auf jeden Fall nicht unterschätzen sollte? Der Shadow Funnel ist folgendes. Ich mache hier zum Beispiel eine Google Ads, dann interessiert mich das irgendwie, dann lande ich auf der Landingpage, ich klicke auf die Ad, ich klicke vielleicht sogar hier drauf oder auch nicht oder ich scroll ein bisschen rum und dann springe ich wieder weg. Ja? Und dann ein paar Tage später interessiert mich vielleicht das gleiche Thema nochmal. Ja? Ich bin aber zufällig zu Hause irgendwo, ziehe mir irgendwelche Nachrichten auf YouTube an. Rein. Dann sehe ich plötzlich hier die YouTube-Ads, ja, oder ich scroll irgendwas auf Facebook rum, dann sehe ich plötzlich dann irgendwie einen Facebook-Eintrag oder sonstiges oder auf LinkedIn und so weiter.
Und das kann sein, dass es nach ein paar Tage später ist. Es kann aber auch sein, dass es ein paar Wochen später ist. Es kann aber auch sein, dass es Monate später erst ist. Oder dass ich dann irgendwie hier mir ein Follow mache, weil mich das interessiert hat. Aber ich dann Monate später, so mal zwei, drei Tage später, nachdem ich hier die Ad gesehen habe, komme ich dann auf YouTube auf den gleichen Anbieter, Softwareentwickler etc. und Digitalexperte, Berater. Und dann mache ich mir dann Follow. Und dann wird mir immer wieder ein Video vorgeschlagen, dadurch, dass ich dann Follower bin oder mir mal ein Video angeguckt habe. So funktioniert halt der YouTube-Algorithmus aktuell. Und dann sehe ich mal vielleicht mal einen Short. Ja, das erzeugt dann meine Aufmerksamkeit vielleicht. Dann klicke ich da ein bisschen rum und so weiter. Und dann vielleicht sogar 9 Monate später oder 8 Monate oder 7 Monate später ist dann plötzlich meine Bedarfssituation eine ganz andere. Völlig unabhängig von dem ganzen Funnel-Kram, den wir hier machen, auf unserer Seite. Die Bedarfssituation hat sich einfach geändert auf Client-Seite. Und dann war es halt folgendes, dann kann er sich vielleicht jetzt halt vordergründig, also bewusst, nicht mehr an unseren Anbieter, in dem Fall vielleicht zum Beispiel GenPsoft oder anderen Kunden von mir, nicht mehr erinnern. Aber was macht er? Er geht natürlich wieder auf Google und sucht wieder diese ähnlichen Begriffe, aktuell mit einer ganz anderen Bedarfssituation. Jetzt ist er zum Beispiel, hat er guten Bedarf im Vergleich noch vor 7 Monaten. Und jetzt passiert Folgendes. Er geht wieder auf Google, sucht wieder die ähnlichen Begriffe und jetzt kommt eventuell wieder Google Ads und so weiter und an 4. oder 5. Position kommt plötzlich zu dem gleichen Begriff ein organischer Video. Irgendein Video, das wir zu dem Thema mal gedreht haben, weil wir natürlich festgestellt haben, okay, so und so viel suchen auf Google Ads zu diesen und jenen Themen, das merken wir uns natürlich, das analysieren wir natürlich und dann bauen wir da entsprechend, wenn häufige Anfragen für bestimmte Keywords und so weiter, dann bauen wir natürlich darauf, die Thematiken in unserem YouTube-Channel bauen wir natürlich darauf auf und nehmen natürlich dieses Wissen und drehen dann YouTube-Videos zu diesen Themen. Und dann 7 Monate später sieht er hier dieses YouTube-Video und wo wird er dann klicken? Auf irgendwie so eine Text-Ad mit 2 Zeilen? Oder auf ein YouTube-Video, wo ihm das irgendwie näher beschrieben wird. Ja, es ist nicht so mächtig wie das Medium Video. Habe ich schon mal ein Video dazu gedreht, verlinke ich euch auch gerne nochmal. Weil es gibt so Studien, die sagen, wir lieben unsere Eltern nur so sehr und wir haben nur so eine innige Bindung zu unseren Eltern oder generell die Menschen, zu ihren Eltern, weil wir sie in den ersten Tagen und Wochen, Monaten, Stunden unserer Lebenszeit, also quasi als kleines Baby auf dem Arm, so häufig gesehen haben. Ja? Ist eine Studie, ja? Okay, also, nochmal ganz kurz zusammenfassend. Tracking ist super wichtig, wird aber generell nicht unbedingt einfacher in der Zukunft. Man sollte Tracking grundsätzlich KISS, nach dem KISS-Prinzip immer aufsetzen, so einfach wie möglich halten. Selbst die aller größten Profis, die unendlich viel Geld raushauen in Google Ads und dergleichen, also 6-stellige Summen in Google Ads, vielleicht sogar 7-stellige Summen in Google Ads, auch die schauen, dass sie ihr Tracking so einfach wie möglich halten, nach dem KISS-Prinzip, keep it simple. Und wir reden ja hier von Dienstleistungen, da ganz besonders. Wir sind ja hier nicht irgendwie, wir machen hier kein E-Shop, das ist ja nicht unser Gebiet, wo wir Ads draufschalten. Dann 3. Punkt, Shadow Funnel nicht vergessen. Nicht unterschätzen, ganz besonders. Weil eben wir mittlerweile so verknüpft sind über so viele unterschiedliche Kanäle, lokal unterschiedlich, also quasi geografisch unterschiedlich, dann device-technisch, ja, also fast die allermeisten Entscheider haben mindestens 2 Handys, ja, und dann noch ein Tablet und dann noch ein Laptop und dann vielleicht noch 2 verschiedene Laptops und so weiter und so weiter. Und dann wird wieder neu gesucht. Das heißt aber nicht, dass die Anzeige, die er mal gesehen hat bei uns und mal bei uns geklickt hat und das Bild, was wir bei ihm erzeugt haben, durch Bilder, Videos, deswegen sage ich immer, Leute, auch aus der Digitalbranche, aus der Softwarebranche, erzeugt Bilder und Videos. Ja? Einfach so eine 0815-Webseite aus den 90ern, wo ein bisschen Text drauf ist und dann so ein paar Stockfotos, das ist einfach... Dann werden auch Bilder erzeugt, aber eben die Bilder der Stockfotos und das willst du ja nicht. Du willst ja deine Bilder, du willst ja dein Bild, dein Kopf, ja, dich als Inhaber, Geschäftsführer oder vielleicht deine Angestellten, deine führenden Angestellten oder vielleicht dann noch ein paar dabei haben. Oder dich mit anderen Leuten, aber immer dich auch mit dabei.
Ganz wichtig, bieten wir auch als Dienstleistung an seit einiger Zeit, hier Videos und Fotos und so weiter zu machen. Okay, so jetzt gewesen ist für dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein, hau mir deine Fragen in die Kommentare. Bis dann, ciao.